Zu einem neuen Video, das hoffentlich ein bisschen anders sein wird als die Videos, die ihr sonst von mir gewöhnt seid, zumindest thematisch, weil ich habe so ein Video noch nie gedreht. Also, ich bin heute auf die Idee gekommen, euch einfach mal zu zeigen, wie bei mir so ein perfekter freier Samstag oder Freitag und Samstag oder Sonntag aussieht oder einfach irgendein Tag, an dem man nicht so viel zu tun hat. Ja, ihr werdet gleich sehen, was daraus geworden ist, hoffentlich, es sei denn, ihr schaltet weg. Tut das nicht. Wenn ihr nämlich bis zum Ende dabei bleibt, dann könnt ihr eventuell diese silberne Glitzerbox gewinnen. Also jetzt erstmal viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich wieder. Also ich würde mal sagen, eine der schönsten Sachen an so einem freien Tag ist, so lange zu schlafen, wie man möchte, ohne dass der Wecker klingelt und einen nervt. Und genau das habe ich auch gemacht. Und wenn dann alles ideal läuft, dann schaffe ich es vielleicht, mich morgens so ein bisschen zum Sport noch aufzuraffen. Man muss zwar schon immer seinen Schweinehund überwinden, aber wenn man es dann getan hat, dann fühlt man sich danach umso besser. Und so ein bisschen Bewegung tut wirklich jedem gut. Also bin ich jetzt so eine halbe Stunde noch laufen gegangen. Und dann bin ich noch schnell unter die Dusche gesprungen, habe mich da so ein bisschen frisch gemacht. Das musste einfach nur sein vor dem Frühstück und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ziemlichen Hunger. Und deswegen habe ich mich dann umso mehr gefreut, als ich mit meinem Freund zusammen morgens zum Bäcker gefahren bin. Und eigentlich hatten wir vor, nur Brötchen mitzunehmen und wieder zurück nach Hause zu fahren. Aber irgendwie hatten wir dann so einen Hunger, dass wir direkt beim Bäcker geblieben sind und einfach da gefrühstückt haben. Und es war einfach nur so, so gut. Ich glaube wirklich, durch Morgensport schmeckt das Frühstück danach wirklich nochmal 10-mal besser. Und dann war ich wieder zu Hause und habe mich ein bisschen mehr für den Tag fertig gemacht. Und ich wollte heute nicht allzu viel Zeit damit verbringen, mich zu schminken, sondern einfach nur ein leichtes und ganz natürliches Make-up schminken. Dazu habe ich erst einmal das Complexion Rescue getöntes Feuchtigkeitscreme-Gel von Bare Minerals benutzt. Und das habe ich mit dem dazugehörigen Pinsel aufgetragen und das gibt so einen leichten Airbrush-Effekt. Also es sieht wirklich sehr natürlich aus, weil das Produkt eigentlich keine richtige Foundation ist, sondern eine Mischung aus so BB und CC-Cream. Also eine ganz leichte Deckkraft, die schön viel Feuchtigkeit spendet. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen abgepudert. Dazu habe ich ein Puder von Essence benutzt. Darüber kam dann noch so ein kleines bisschen Rouge von Rimmel und ich habe jetzt das Rouge nicht nur auf den Wangen aufgetragen, so wie normalerweise, sondern ich habe auch so ein bisschen davon auf die Lider aufgetragen. Das ist so mein kleiner Trick für euch. Ich finde, das sieht dann immer sehr natürlich und sehr schön frisch aus und es spart Zeit, weil ja, es geht wirklich relativ schnell. Dann habe ich noch von P2 ein Kajal auf mein oberes Lid aufgetragen. Das verdichtet optisch immer so ein bisschen die Wimpern und ich finde, dadurch wirken die Augen so ein bisschen ausdrucksstärker. Dann natürlich noch Mascara. Das ist jetzt die Lash Sensational von Maybelline. Und am Ende habe ich noch von Manhattan mein neues Lip Tint aufgetragen. Das ist das, das ich euch auch in meinem letzten DM-Haul gezeigt habe. Ich finde, das sieht sehr schön natürlich aus und es fühlt sich sehr leicht auf den Lippen an, also das hat jetzt auch sehr zum Thema gepasst. Und dann ging es auch schon wieder los und zwar war das Wetter wirklich ganz schön an diesem Tag und ich bin ein bisschen in die Stadt gefahren. Ich war nicht die Einzige, es war ziemlich voll, also es sind viele Leute auf die Idee gekommen. Yep, das ist der zweite Kaffee am Tag. Und ich vermute mal, ihr könnt euch gut vorstellen, was ich in der Stadt gemacht habe. Das geht natürlich nur für einen freien Samstag. Am Sonntag haben die Geschäfte zu. Aber ja, ich war ein bisschen shoppen und ich habe auch einige schöne Sachen gefunden. Und ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch die einfach in diesem Video in einem kurzen, kleinen Try-on-Mini-Haul. Auf jeden Fall ist das hier die erste Sache, die ich gefunden habe. Das ist eine Jacke, die ich bei Zara gefunden habe. Die hat leider 50 Euro gekostet, aber ich fand sie einfach so, so schön. Und ja, ich glaube, die wird zu vielen Frühlingssachen ganz gut passen. Dann habe ich hier noch dieses Top gekauft. Das war jetzt von, ich glaube, Telly Whale heißt der Laden. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall sah das Top so aus und es ist aus sehr leichtem Stoff. Und ja, auch das fand ich schön, sonst hätte ich es nicht gekauft.
Die dritte Sache ist dann dieser Pulli hier von H&M. Der hat 10 Euro gekostet. Den gab es auch in vielen verschiedenen Farben. Und ich habe mich jetzt für gelb entschieden, weil ich noch nicht so viel in dieser Farbe habe. Und dann das letzte, und ich glaube, das ist so das Besondereste, das ich gekauft habe, von Mango. Das ist ja so eine Art Kimono. Ich glaube, auch der wird einfach sehr schön einfach drüber geworfen, zu vielen Outfits aussehen. Und angenommen, wir hätten jetzt Sonntag gehabt und nicht Samstag und die Geschäfte wären zu, dann wäre ich trotzdem in die Stadt gefahren. Und was ich da total gerne mache, ist einfach so ein bisschen zu fotografieren und dabei die frische Luft zu genießen. Das ist so ein bisschen ein Hobby von mir geworden in letzter Zeit. Nicht, dass ich besonders gut drin wäre, aber es macht echt Spaß. Und als ich dann wieder zu Hause war, gab es Abendessen bzw. ein spätes Mittagessen. Und weil das Wetter halt so gut war, haben mein Freund und ich einfach ein bisschen gegrillt. Und er grillt eigentlich immer und ich mache den Salat. Das ist irgendwie bei uns immer so die Arbeitsaufteilung. Oder mein Papa grillt. Aber ich mache das sehr, sehr selten. Ehrlich gesagt, ich habe es letztens erst zum ersten Mal alleine gemacht. Aber ja, wir hatten dann noch so ein bisschen Brot und haben auch noch Maiskolben und sowas gegrillt. Und das ist echt für mich der absolut perfekte Ausklang von einem perfekten freien Tag. Und ja, ich lasse euch jetzt langsam in Ruhe mit diesem Part von dem Video und hoffe, es hat euch gefallen. Okay, das war also mein perfekter freier Tag und es wäre super cool, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, was so zwei, drei Dinge sind, die ihr an so einem Tag immer sehr, sehr gerne macht. Und dann könnt ihr nämlich diese silberne Glitzerbox gewinnen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Da drin werden jede Menge Produkte sein, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und es wird so ein bisschen wieder eine Überraschungs-Barbie-Box, falls ihr euch daran erinnert. Ich habe sowas schon einmal verlost. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass man vielleicht nicht hundertprozentig weiß, was alles drin sein wird, weil ja, dann das Ganze wie so eine Wundertüte ist. Und ich mochte immer Wundertüten als Kind, also warum nicht? Aber unter anderem wird auf jeden Fall die Bare Minerals Creme drin sein, die ich in diesem Video benutzt habe. Teilnahmebedingungen sind wie immer, gebt dem Video einen Daumen hoch, seid Abonnent dieses Kanals und wie gesagt, schreibt diesen einen Kommentar und allen Rest findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao! Oh.